Servus Leute, heute soll es mal um den Neuner gehen, um diesen hier. In meinem Format meine Neuner Tanks, das ist meine Lieblingsstufe. Und das ist sonntags in World of Tanks, also nehme ich euch mal wahllos mit. So zwei, drei Spiele mit dem T10. Ja, das ist so meine, eben wie ich schon gesagt habe, meine Lieblingsstufe. Was gefällt mir in dem? Er sieht gut aus, finde ich. Schöner Tank. Gute Turmpanzerung. Gun Depression ist eine Katastrophe, aber die Kanone ist ganz brauchbar. Wir haben hier eben 340er Durchschlag auf der Heat und jo. Ja, ich nehme gerade jetzt mal mit. Die Crew ist noch nicht so gut, weil ich die ganz gute Crew abgezogen habe aufs 277. Jo. Und sonntags habe ich meistens die Muße und Lust, ein paar Replays aufzunehmen. Wie gesagt, es ist jetzt der schonungslos die ganze Wahrheit. Einfach ins Random gehüpft. Mit dem Schluck Kaffee natürlich. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben ein schönes Platoon. Ja, oh Gott. Leitung über der Arti. Ist ja toll. Geht es eher defensiv erstmal an. Wie gesagt, weil die Gun Depression bei dem ist jetzt nicht so der Burner. So. Obwohl, ich hätte eigentlich auch hochfahren können. Nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt schauen wir mal. Die Geschossgeschwindigkeit ist, glaube ich, nicht so gut bei dem. Nein. Also, gut vorhalten. Der hat natürlich beschissen geschossen. Na, Stinker. Alles gut bei dir? So, mal gleich mal den Light rausgenommen. Mal gucken, ob wir was aufmachen da oben. Wir haben beide Lights verloren, das ist schon mal sehr gut auf der Karte. Sind sie fast blind? Bisschen scharf auf den Chinesen. 122 TM. Also ich gehe gern chinesisch essen, übrigens nebenbei erwähnt. Also, aber ich mag auch chinesische Panzer. Also ist doch ein Chinese, oder? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Sieht doch mal, ich bin voll der Profi. Nehmt euch Zeit zum Durchaimen, dann passt der auch. Das meinte ich eben, die Kanone ist ganz brauchbar. Da ist er dort. Na? Jetzt müssten die mal ein bisschen vorrücken. Come on, Baby. Na, will er nicht? Ach komm. Badget. Du hast doch einen guten Tag heute. Heute ist dein Tag, Badget. Nicht? Okay. Also doch. Es ist sein Tag. Er fährt vor. Sehr schön. Ein ziemlich hohes Risiko, was ich hier gehe. Und wenn ich hier aufgehe, kann es sein, dass ich ganz schnell platze, fährt die Badget vor. Scheiße, jetzt bin ich offen. Das ist das Risiko, was ich gemeint habe. Mein Fahrer, mein Gott, mein Fahrer ist ja. Haben wir gleich repariert. Geheilt. So schnell kann man sich heilen in dem Spiel. Habt ihr das gesehen? Das ist total realistisch. Egal, macht Spaß. Sonntags in World of Tanks. Na, Badget. Also, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Auf geht's. Ich bin bei dir.
Panzer zählen. Die sind alle oben, bis auf die Arti. Immer schön die Minimap beachten, Leute. Na. Nee, kann man vergessen. Wir rücken weiter vor. Wir rücken weiter vor. Badget, mach doch die Arti auf. Bitte, bitte, bitte. Ja, dann gehen wir mal all in, oder? Da ist er doch. Da ist der Scheißklicker. Warte mal. Den hole ich mir. War das jetzt böse? Scheißklicker? Na egal. Müssten zwei sein, oder? Happa, happa, happa! Lecker Schmecker! Arti schmeckt immer fein. Na, wir bleiben beim Capkreis, bis ich da oben bin hier. Sag euch, ich bin keine Badget. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein Heavy. Gehen wir cappen, kriegen wir noch ein paar Cap-Punkte. Lief ganz gut. Ist so eine typische, ja, ist so eine typische T10-Runde gewesen, ne? Wie gesagt, die Genauigkeit bei der Kanone ist 0,35. Auf dem Papier nicht so gut, aber ich sag euch, Leute. Moment. Russian Magic. Das heißt, die trifft manchmal Schüsse, wo du normalerweise eigentlich nicht triffst. Aber sagt's keinem weiter. Das ist ein Ruski-Tank. Na also, lief doch ganz gut. Jetzt müssen wir aber noch eine Scheißrunde dranhängen, oder? Ich sollte wirklich die wirkliche... Oh, der FV, obwohl für einen FV eine 4000er Runde, ne? Ich sollte wirklich die harte Realität sehen in World of Tanks. Ich sollte auch mal eine schlechte Runde sehen. Also ich gebe mir jetzt extra Mühe, damit ich auch eine schlechte Runde fahre. Und wieder 10er. Das Gute ist eben, auch wenn ich es immer in meinen Videos wiederhole... Oh Gott, heute ist Sonntagmorgen. Du bist nie ganz low hier auf Stufe 9. Du hast meistens auch schon eine 10er-Kanone drauf oder eine brauchbare und kannst einigermaßen mithalten. Musst ein bisschen Piano machen. Aber was haben wir denn jetzt? Müssen wir mal kurz gucken. Phase 1. Oh, die tun aber ziemlich Aua da drüben. Aber ich fahre trotzdem hin. Was wollte ich sagen? Ja, eben, du kannst schon einigermaßen mithalten und du bist, es gibt ja dieses... wie sagt man, zweistufige Matchmaking und du bist nie ganz unten in der Nahrungskette. Du bist immer in der Mitte und ist immer nicht schlecht. Also es sind immer gute Runden möglich. Der ist ganz schön schnell, hä? Ist 263. Ganz schön schnell, der Bursche. Jetzt schauen wir mal, was unsere Big Boys machen. Ich bin jetzt nicht so der Big Boy, ne? Ich bin ja nur Stufe 9 und meine Panzerung ist nicht ganz so gut. Huch, was ist denn das hier? Wir supporten einfach unsere großen Jungs, die der Super Kong. Der 57 Heavy. Und immerhin, also guck mal hier, ich mache, wenn es gut läuft, 440 Schaden. Oh, da kommt der Mage schon. Guck. T10 geht natürlich super Trades wieder ein. Mist. Macht eine Leopard PTA hier. Alles klar, wir haben Random Time, jawohl. Ja, da fährt auch schon mal der Sniper-Gott. Glaspanzer zu den Heavys. Ja. Das Eckengebumse mag ich nicht. Ich warte jetzt mal ab. Late Game Carry ist das Stichwort, Freunde. Der Leopard Cross natürlich. Ah, oh, ein Profi. Ich sehe das schon. Er ist ein Profi. Ja. Aber er hat eine tolle Tarnung. Also muss man sagen, schick ist er, ne? Ich will euch nicht behindern, Jungs. Also ihr könnt gerne schießen. Also pff, ich schlag mich jetzt nicht drum. Lalalalala. Okay. Mhm. Oh, oh.
Ei, das sieht nicht gut aus hier. Der war frech. Erinnert ihr euch noch? Russian Magic. Aber ich glaube, es sieht gar nicht gut aus gerade. Oh! Oh! Versteht ihr was? Das sieht gar nicht gut aus in der Ecke. Eieiei. Okay, das war jetzt ein schlechtes Spiel, was ich euch versprochen habe. Und das kriegt ihr. Oh, kriegen wir den One-Shot raus? Ja. Nein, kriegen wir nicht. Ach, war alles scheiße. Munitionstreffer, also wir sind out of game. Huch. Na, würde ich sagen, vielleicht kriegen wir noch ein Schüsschen raus. Ja, jetzt ist mein Munilager im Eimer, da kann ich natürlich nicht mehr viel machen. Das war die Scheißrunde. Okay, guck mal. Da oben. Seht ihr das? 2 zu 10. Also es gibt... Du kannst nicht jede Runde gewinnen. Aber vielleicht sind sie so schnell tot, dass ich noch eine dritte dranhängen kann. Hm. Ich gehe mal auf meine super Mitspieler. Ah ja, als ich den Leopard BTA da hab crossen sehen, wusste ich... Das wird bestimmt eine geile Runde. Das wird eine richtig geile Runde, habe ich gedacht. Oh. 3 zu 12. Ups. Jetzt haben wir noch einen Conway und einen anderen Sniper. Den großen Leo. Ne, ist auch ein Leopard PTA. Auf der Stufe 9er. Conway ist schon mehr tot wie lebendig. Der Leopard ist eigentlich ein hübscher Panzer. Ich mag ihn. Ich habe ihn auch. Ich habe gestern, ohne angeben zu wollen, 5000er Runde auf dem gehabt. Und das ist für mich eine gute Runde. Das könnte man aber glauben. Du musst ihn halt... Ich bin der Meinung, man muss ihn halt defensiv spielen. Das heißt, man muss ihn also im richtigen Moment halt dann deine HPs einbringen. Aber nicht so wie der andere Leopard. Also der hat es ein bisschen früh eingebracht. Das war zu früh. Und er brennt schön, finde ich. Ach, ich bin froh, wenn der Frühling losgeht. Dann können wir endlich wieder grillen gehen, ey. Ich hab so Lust. Macht er das auch gerne im Wald? Schönes Feuerchen, Grillwurst, was trinken. Herrlich, oder? Oh, ich habe eine Zuckerladung von Boogie. Aber ich mache jetzt trotzdem noch mal eine Einzelrunde für euch. Das ist, ihr wisst ja, die Fans von meinem Kanal wissen, wer das ist. Ne? Muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Gott. Doch, ich erkläre es. Das ist einer von den drei Bots von World of Tanks. Hm. Gerade vor ein paar Tagen haben wir wieder ein Video rausgebracht. Und jetzt bin ich wieder hier mittendrin. Stufe 10er. Passt. Guck mir mal ganz gern die Heavies an. Die sind alle scharf und machbar. Also fahre ich zu den Heavies. Okay. Haben wir noch das Platoon, das wird auch, denke ich, drüben kommen, oder? Das kommt auf der anderen Seite. Ja, müsste hin. Ein Klicker ist auch noch vertretbar. Ich finde, man sollte maximal einen Klicker pro Seite machen. Aber gut, Wargaming wird seine Gründe haben, dass sie auch drei zulassen. Oh mein Gott, ich brauche schon Kaffee. Was ist das für ein Deutsch? Das ist ja. Also der Kaffeekonsum ist bei mir sonntags extrem hoch. So, und was machen die Big Boys bei uns? Haben wir überhaupt einen Big Boy? Nein, haben wir nicht.
Na gut, komm, scheiß drauf. Wir fahren trotzdem. Ups! Oh, da war er tot! Geile Scheiße, ey. Zack, bumm, aus. T49. Ich habe aber nur zwei Löwen bei mir und einen Mauerbrecher. Schau mal. Bisonte. Die DDs parken oben. Immer mal gucken, wo die Panzer stehen. Kleiner Tipp am Rande. Auch für einen Hobbyspieler ist das wichtig. Mäuschen. Aha. Ich glaube, wir gehen jetzt eher defensiv ran. Ich habe nur zwei Löwen dabei. Gucken wir mal, was da piekt. Warten wir, bis die ganz dicken Jungs kommen. Objekt 277. Das Platoon kommt drüben, also werden wir ein bisschen vorfahren. Wird natürlich jetzt spät, dass ich crosse. Ah, ich hab's gewusst. Aber war nur die Kette. Mann, war das wieder hot hier. Jetzt habe ich kein Repair-Kit mehr, da muss ich aufpassen. Wollen wir so einen Löwen vielleicht vorfahren? Löwe ist meistens Karl August, der fährt vor. Ja, da ist er schon. Bist du alleine, Skoda? Ne, da war ja noch dieser. 54er, der andere Löwe fährt unten dann. Scheiße, das Platoon ist durchgebrochen. Okay. Wir haben eigentlich die Mitte, also let's go into the action. Holen wir uns die andere Seite, oder? Na, ich muss mich um den Skoda kümmern. Ich kann ja jetzt nicht mit Pipi-Kram hier. Ja, siehst du, jetzt habe ich kein Repair-Kit mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt bin ich One-Shot. Das ist das, das Risiko. Ja, kannst du mal mitspielen, mein Freund, hier? Der Light geiert natürlich auf mich. Oh, der gibt mir Kraft. Problem ist der Leid. Wenn der Löwe nicht mitspielt. Hol ihn dir, Tiger, komm. Ist zwar jetzt ein Löwe, aber ich sage immer, hol ihn dir, Tiger. Jawohl. So. Waff. Muss ich mich ein bisschen beherrschen. So, mein Freund. Zeit zu sterben. Der ging mir aber jetzt ein bisschen auf den Piss. Kann das sein? Ja. Aber es war auch mein Fehler. Ohne Rap-Kit so vorzufahren, ist einfach nur bescheuert. Man muss ja auch ein bisschen selbstreflektiert die Sache auch ein bisschen angehen, ne? Also. So, jetzt hat sich der eine Löwe doch tatsächlich dazu entschlossen, mitzuspielen. Finde ich gut von ihm. Sonnenapplaus. So, auf geht's, Jungs. Himmelhilf. Da ist er doch, unser Big Boy. Huh? Full HP. Hast du fein gemacht in deiner stahlblauen Tarnung. Kannst du vorfahren, komm. Ja. Ich habe immer ein liebes Wort für meine Mitspieler übrig, das wisst ihr ja. Ach du Scheiße! Jetzt kommt dieser Scheiß-Tiger! Wir haben uns um den gemacht. Och, da war der Leopard! Ja, ich denke, es ist immer schön, mit Profis hier an der Ecke zu spielen. Jetzt hat er sich umgedreht. Und jetzt wird er auch rausgenommen vom Leopard. Na, steht nicht ganz falsch. Na, das soll es mal gewesen sein, sonst muss ich so viel rendern. Das ist auch so ein typisches Sonntagsspiel gewesen.
Auch immer ein sehr schönes Erlebnis. Wenn du zwei Löwen im Team hast, hast du immer diese Vorfreude. Dann weißt du immer, alles wird gut. Naja, gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. War ein ordentliches Spiel dabei. Das andere war die typische Vergewaltigungsnummer, auch typisch für WOT. Und das dritte war Spiel mit zwei Profis, die im Löwen sitzen. Obwohl der eine Löwe war ja gut, der hat den richtig schön rausgenommen. Gut, dann bleibt gesund und einen guten Wochenanfang am Montag und bis die Tage, ne? Wenn es wieder heißt, hier mitten in World of Tanks. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr gerne abonnieren. Bis dann. Ciao, ciao.